Leute, wirklich jetzt, ich muss echt ein bisschen Autos weg haben. Ich stehe voll bis oben hin. Und das ist wirklich eine Chance. Ich hau den nicht bei eBay Kleinanzeigen rein, ich verkaufe den nicht auf eBay, ich mache den nicht bei mobile.de rein. Das ist wieder ein explosives, voll von uns durchgewartetes Zuckerschneckenauto. Du, dieser scheiß CLK da unten, das Cabrio muss endlich weg, ne? Ja. Wollen wir da mal ein Video zu machen, das wir einfach verkaufen, ne? Richtig schöner, frischer Kompressor hier! Junge! Wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Es wird draußen jetzt richtig heiß und ich habe eine ganz wundervolle Hubschrauber. Eine ganz wundervolle Abkühlung für euch. Weg das Scheißding, das steht nur im Weg rum, ey. Dass hier aber viel Schrott hier rumsteht, wir müssen auch mal irgendwas verkaufen. Den ganzen Mist. Alles schön sauber putzen, ne? Ja. Das kann ich dann laufen lassen, weil du ja den Schlüssel das Wochenende stecken lassen hast, damit der Strom drauf ist. Achso, ich bin Wochenende schön auf dem Cabrio gefahren. Ja. Mach auf das Ding und dann machen wir ein richtig schönes hier Werbeverkaufsvideo. Werbeverkaufsvideo? Ja, ja, klar. Haben wir ein bisschen Platz, dass wir langfahren können, ne? Ja, los, sieh zu! Die Kamera! Oh, ich setze mich ins Beste, ins Beste. Sexy Armin-Licht. Was? Sonnenbrille. Wir machen erstmal richtig schön hier Cabrio-Urlaub, ne? Ja. Oh, Felge kaputt machen da vorne am Rand. Oh, das wär's, ne? Wie geht das mit deinem Stativ hier nicht? Das ist nur, weil du es wieder nicht kannst. Das ist, weil das wieder auf deine Schreibtischhöhe eingestellt ist. Wackel doch mal lieber noch ein bisschen. Ja, soll ich? Boah, Alter, wie fahr mal gescheit. Wie sexy Film und nicht, dass ich heimlich immer mit Stativ komm spielen. Boah, Alter, ist das Wetter geil. Muss ich hier nochmal einen umdrehen? Mann, das können wir doch gleich einstellen. Ja, aber ich will, guck mal, das wackelt doch, wenn ich das so festhalte. Ja, das wackelt. Ja, genau. Boah, Alter. Richtig dampft das Ding. Junge, der geht aber wie die Feuerwehr. Hä? Richtig schöner, frischer Kompressor hier. Junge! So, mal kurz Display drehen, so. Kann man mal was sehen. Oh, steht da wieder einer mit. Haben wir nicht erst eine Runde schöne Fahne hier gehabt? Wohin denn? Ja, einmal B460. Vielleicht können wir sie auch mal eben mal waschen, das Ding. Wir doch hier 3 Euro. Wir können auch schön waschen. Bevor du willst doch mit mir nur den Tag ordentlich rumkriegen. Hier schön mit Chevy, schön mit Cabrio durch die Gegend fahren, ne? Ja. So, ja, gut, dann machen wir, pass auf, dann machen wir aber die Fenster hoch. Ja, waschen noch. Waschen auch noch. Waschen auch noch die Fenster erst hoch und dann hört man weniger Wind. Weil das ist ja voll staubig. Sonnenbrille habe ich auch nicht, aber ich sehe uncool aus. Braucht man nicht. Auch mit Sonnenbrille siehst du uncool aus. Ja. Guck mal, da Klima. Also, liebe Leute, fange ich mal an zu erzählen oder was? Ja, erzähl. Aber du darfst nicht wackeln, ne? Ja, ich versuch's. Was ist denn jetzt hier? Wer fährt jetzt hier zuerst? Ich bin doch Linksabbieger. Fahr doch! Er darf ja nicht. Warum nicht? Fahr! Er lässt dich vor. Danke! Guck, das sind die schönmächtigen. So, herzallerliebstes Zuckerschneckenpup. Es ist soweit. Ich kann euch einen ganz, ganz wundervollen CLK 32 Kompressor anbieten. Ein Auto wie ein Stein. Was nie kaputt geht, eigentlich. Ne? Die sind richtig geil, die Dinger. Ne? Ja, was haben wir hier? Ein 2002er. CLK 230 Kompressor mit als Cabrio, ich glaube nur dritte Hand. Der vierte Besitzer, glaube ich, vierter Eintrag im Brief bin, glaube ich, ich. Ja. Ist auf meinen Namen angemeldet. Und ja, ich bin da schon ab und zu mal ein bisschen durch die Gegend mitgefahren. Ja, und Anni damals auch, ihr habt es gesehen. Und jetzt wird es Zeit, dass das wundervolle Auto verkauft wird. Ja, und dann auch noch ganz roh. Also wir fahren ihn jetzt noch genauso, wie wir ihn damals bekommen haben. Wir haben an dem Auto noch gar nichts gemacht. Ja. Ne? Und er läuft absolut fehlerfrei. Wir haben einen 2002er CLK 230 Kompressor, schon zum sechsten Mal gesagt, in Avantgarde-Ausstattung mit allem. Komplett volle Hütte. Es fängt hier an mit Tempomat, Sitzheizung, elektrisches Cabrio-Dach, Klimatronik,
Audio 10 CD von Mercedes. Total fortschrittlich. Oh, hier, elektrische Kopfstütze. Guck mal hier, guck mal hier. Fahren wir hinten hoch. Und fahren wieder runter. Hoch. Und runter, die kleinen Penisse da hinten. Ob die was bringen hier von wegen Wind oder so runter. Warum hat der eigentlich gar keinen Windschott? Auch nicht. Ach, sowas er nicht hat, darf ich nicht sagen. Ne? Genau. Auf dem Video. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja, und ihr könnt den haben. Was wollen wir noch machen? Also wir müssen machen neue TÜV, wir machen neue AU, wir machen eine Wartung, komplett alle Öle wie immer raus, neue Kerzen rein, neue Bremsflüssigkeit. Dann hat er hier entgegen der Mercedes-Regel ganz wenig Rost, sonst hätte ich ihn nämlich nicht gekauft. Also überhaupt nicht der Rede wert. Er hat ein ganz bisschen unter dem Heckklappenschloss. Am Radlauf hinten eine ganz kleine Stelle, also so ganz wenig. Da stecken wir dann unseren Nico noch eben dran, machen wir die Lackarbeiten hier noch. Ist 040 2K Uni-Schwarz, also nicht dieses Obsidian-Schwarz-Metallic, was, das geht wundervoll zu lackieren, wundervoll zu machen. Ja, schön aufbereiten und dann könnt ihr... Hast du auch über dieses schöne Holzlenkrad? Oh, schönes Holzlenkrad, alles drin, ne? Schöne Sonderausstattung. Richtig schön, ja. Ja, dann haben wir auch noch diese... Mann, was habe ich denn für scheiß Frosch im Hals? Diese schönen Lorenza-Nachbau-Turbinenfelgen drauf. Aber da muss ich erst mal gucken, da habe ich das Gutachten verbummelt. Ey, ich muss mal wissen, wo das Gutachten ist. Ja, hier kann es nicht drin sein. Da wär's hier drauf. Hier kann es nicht drin sein. Also wir machen TÜV, AU, alles neu, achtfach bereift. Wir haben ganz wundervolle Original-Mercedes-Alufelgen mit guten Winterreifen dazu. Und die schönen Lorenza-Turbinenfelgen dazu, wo ich nicht weiß, ob ich sie eingetragen kriege. Aber TÜV machen wir trotzdem erstmal drauf. Ja, gut, muss man mal gucken, so Gutachten kann ja nicht so schwer sein zu kriegen. Ja, wundervolle Lederausstattung, alles schön. Oh, Avantgarde ist so schön, ne? Vogelaugenauer und Holz ist super. Ne? Ja, wollen wir mal gucken. Soll ich hier mal wieder mit 180 lang fahren und wollen wir das filmen? Nee. Nee? Nee. Was sage ich, ein Tacho nicht filmen, das ist scheißegal. Ja, stimmt. Geht wie Sau, das Ding. Ja. Ich glaube, 230er. Ja. Läuft auch perfekt. Der hat wirklich volle Leistung. Getriebe schaltet ganz fantastisch. Alles super. Die muss man ja erstmal finden. So ein Auto mit der Ausstattung. Mit so wenig Rost. Beziehungsweise wenn ihr den bekommt, gar keinen Rost. Und vor allen Dingen unter 200.000 Kilometer gelaufen. Und dann nicht wie für so ein Cabrio üblich durch, keine Ahnung, 8, 9, 10 Hände gegangen. Ne? Nee. Musterfeinde möglichst noch. Ne? Nein, alles gut. Wirklich jungfräuliches Auto. Wirklich souverän, alles drin, alles gut. Warum hast du mal die Sitzheizung angemacht, du dummer Hund? Gut, ne? Alter! Muss doch gerade funktionieren. Spinnst du? Alter, ich wundere mich, warum ich so einen warmen Arsch kriege. Wo wollen wir denn hinfahren zum Film? Wir können vom Schloss fahren, wir können erstmal waschen fahren. Ach ja, wir wollen erstmal waschen fahren. Erstmal kurz einmal abspulen, dass der Staub doch hinter ist. Muss ja nicht groß waschen mit der Bürste, weil wir wieder... Komm, erst waschen, ne? Wir wieder dreschen. Dann müssen wir das Dach wieder zumachen. Wieso, ich sprühe nur von außen ab? Ah, ist ein bisschen doof, kommt trotzdem alles rein. Oder? Nö. Probieren wir so. Ne? Probieren wir so. Ja, schaltet aber auch schön, ne? Ja. Aber wirklich, das Auto ist richtig frisch. Richtig stramm. Auch Fahrwerk, alles. Richtig, richtig schönes Auto. Ob die mir das glauben? Ich meine, wir müssen ja unser ganzes Schrott los, aber es ist wirklich so. Der ist schick hier. Das hättest du auch nicht angemeldet auf dich. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch noch ein Verkaufsargument. Ne? Was müssen wir denn überhaupt haben für das Auto? Leute, wirklich jetzt. Ich muss echt ein bisschen Autos weg haben. Ich stehe voll bis oben hin. Und das ist wirklich eine Chance. Ich hau den nicht bei eBay Kleinanzeigen rein. Ich verkaufe den nicht auf eBay. Ich mache den nicht bei mobile.de rein. Das ist wieder ein explosives, voll von uns durchgewartetes Zuckerschneckenauto. Leute, auf den Kopf. 6.000 Euro. Hä? Das ist nur nicht 6.000 Euro. Ja, warum hast du mir denn nicht gesagt? Warum jagst du mich hier lang, wenn hier alles gesperrt ist? Ich dir vor 3 Sekunden irgendwas erzählt. Wir bauen so eine geile Waschanlage für uns, ne? Hä? Wir bauen so eine geile Waschanlage für uns, ne? Da freue ich mich schon drauf. Ach, da hinten muss ich rumfahren, ne? Genau. Fahr noch ein bisschen CLK, ne? 6.000 Euro. Komplett neu TÜV drauf, durchgewartet, Lackarbeiten gemacht. CLK unter 200.000 gelaufen. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein absolut fairer Preis, ne? Oder? Oh. Das denke ich aber wirklich. Schönes Stück Auto.
Schön sauber, jetzt können wir ein schönes Fotoshooting machen. Fahren wir nur noch ein bisschen trocken, ne? Ich weiß schon wieder die Kommentare, die drunter kommen. Cabrio-Dach nass, da kannst du das doch gar nicht aufmachen. Schau allein, dass wir in einer Waschanlage waren. Ach ja, da kommen ja wieder die... Die Handputzer. Genau, musst du zu Hause machen mit... Das ist ich war jetzt mit der Bürste nicht dran. Ich weiß, klar ist das. Ist. Ja, das fährst schon wieder frei. Warum hast du denn da? Wie oft denn noch heute? Ich war ja auch mit der Bürste nicht dran. Ja. Ja, machen wir ein Fotoshooting und dann fahren wir in die Firma und schneide ich ein Zuckerschneckenvideo zurecht. Ja, aber erst trinken wir Kaffee. Natürlich, trinken immer Kaffee. So, bist du, Alter, ich bin vielleicht nass. Ja, willst du mir da nicht benehmen, ne? Nee, weil ich sexy sein musste. Willst du das anstehen? Ja, ist ja sonst keiner von euch, also muss ich mir ja beste Mühe geben. Ich muss mich ja mal zum Depp machen. Hör auf, die Sitzheizung anzumachen und schnieße einen Spaß. Wir müssen kontrollieren, ob das geht. Ja, die ging. Ich habe eben schon einen heißen Arsch gekriegt. Obwohl, jetzt gar nicht mehr so schlecht bei der nassen Hose. Hör auf jetzt. Finger weg. Richtiges Ritschi-Syndrom. Der macht das auch immer. Ab 30 Grad Temperatur draußen muss der die scheiß Sitzheizung anmachen. Sei froh, dass er keine Lenkradheizung hat. Ja. Ein Fehler. Wischwasserniveau prüfen. Ja, das können wir machen. Und wie ist der trocken, das B-Fahren? Sie müssen schneller fahren, ne? Ja, wir müssen 250 über den B. Das ist ein schönes Auto. Das ist wirklich ein schönes Auto. Aber warum sitze ich hier eigentlich wie so ein Affe auf dem Schleifstein? So geht's besser. Ja, ich habe mir ja letzte Woche erst gewaschen. Nur im Staub nochmal runterspülen. Wir haben natürlich bei uns in der Firma, ne? Ja, natürlich. Komplett mit einem steinlosen Schwamm und so. Ja, wir wollten euch jetzt schon mal zeigen, weil nächste Woche geht er rein, geht Nico dabei, macht die Lackarbeiten, TÜV drauf. Diese Woche kommt noch TÜV drauf, ne? Dann warten wir noch durch und dann kann er schon weg. Irgendwie in 14 Tagen kann er schon abgeholt werden, ne? So, Leute, 15, ne? Ja. Genau. 15. Juni, Anfang Juli kann er abgeholt werden, komplett fertig. Dann kann er noch richtig schön die ganze Sommersaison fahren. Zuckerschnecke riecht, kann auch schön ein Cabrio fahren, ne? Ja. Alles gut. Nee, mal ernsthaft, das ist wirklich ein schönes Auto. Ja. Ich glaube, ich habe tiefsten Winter gekauft oder so, ne? Ja. Letzten Winter, ne? Das ist November, wenn ich gekauft habe. 208er ist auch einfach. 208er ist einfach ein Evergreen. Das Auto ist wirklich schön. Der finde ich alt. Technisch überschaubar. Guck mal, den 209er Scheiße. Ja. Hier kennen Datenbus, hier Fehler, dies, das, jenes. Nur Mist mit dem Ding, ne? Der hier. 200.000 gelaufen, der läuft auch noch mal 250.000, ohne Probleme. Bisschen Öl gemacht. Ach so, ja, wer den mit Gasanlage haben möchte, kein Problem. 2.500 Euro Aufpreis. Also mit Gasanlage, mit nagelneuer Prinzanlage, mit TÜV, allen drum und dran. 8.500. Ist ein guter Preis. Ist wirklich ein guter Preis. Neue Gasanlage, alles drin. Boah, Alter, der ist überhaupt gar nicht sauber geworden. Ja, oh, diese Katzenwäsche ist immer. Oh, Alter, guck mal, wie der aussieht. Das hätten wir uns voll sparen können, Junge. Ja, da wäre auch staubiger noch vorher. Also alles gut. Ja, aber da war er jetzt. Der wird doch eh nochmal poliert. So, meine Lieben, jetzt fangen wir mal an. Wollen wir euch mal richtig zeigen hier. Und zwar, hier haben wir ein bisschen was. Wie gesagt, wird nächste Woche alles weggemacht. Das wird gemacht. Dann haben wir. Fangen wir mal mit dem Schlechten an. Ne? Hier eine kleine Stelle. Und. Das war's. Das war's.
Eigentlich hat er nichts. Das ist also wirklich ernsthaft für so ein... Guck mal, das, weil ich hier draufgelegt hast, ne? Ist da genau sauber und der Rest nicht. Ja, kannst du mal sehen. Ich hab den abgeledert, Junge. Oh, da ist die neu. Die neu. Tipptopp. Ernsthaft, die neu. Aber die war gar nicht so ranzig jetzt hier. Sonst sind die immer so abgeranzt. Ne? Ja, wie der SRK zum Beispiel. Ja, ja, genau. Die guckt super aus. Richtig, richtig schön. So, jetzt sind wir hier an unserer Lieblingsstelle. Wollen wir noch eine Fotosession machen hier? Ja. So. Hast du eigentlich die Hose an, die wir abgeschnitten haben? Ja, klar. Das ist meine abgeschnittene Hose. Ich habe doch gar keine andere kurze. Meinst du, sollten wir mal eine kaufen? Ja. Gesehen den Kommentar. Schön, dass der Oma nicht mehr raucht. Nee. Hat einer geschrieben. Kann er sich auch nicht darauf kommen ist. So. Hab ich aber nie gesagt, dass ich nicht rauche. Ich bin echter Gangster und schneide mich nicht an bis in die Firma. 100 Meter. Das war noch eine Schrittgeschwindigkeit. Sehe ich doch am Tag aus. 10. Das dürfen wir. Der läuft so schön. So, meine Lieben. Hoffe, unser wundervoller CLK gefällt euch und ihr wollt ihn haben. In 14 Tagen ist er abholbereit. Ja. Mit oder ohne Gas, müsst ihr sagen. Na gut, mit Gas kann er mal eine Woche länger dauern irgendwie, ne? Ja, oder zwei. Müssen wir dann sehen. Meldet euch, schneidet euch erstmal das Video zurecht und wo stelle ich ihn denn hin? Am besten es der Vorstand. Ist alles voll, deswegen ist er ja auch weg. Ja, okay, stell ihn mal da vorne hin. So, Kaffee, Video zurechtschneiden, alles gut, ne? Tschüss. Tschüss.